Leute hier, jetzt in der Mazzollaau, dort wo das Moor ist, das wird auch wieder entwässert, das Moor. Es wird quasi, oder ist das der neue Klimaschutz hier? Schaut mal an, die ganzen Bäume weg. Wohin man schaut, es geht auf hunderte Meter. Ich kann das zeigen, es geht tief in die Wälder hinein mit Harvestern. Alles Mögliche wird hier mehr oder weniger komplett ausgeräumt. Es ist eigentlich nur noch so Einjähriges, was sie stehen lassen, das, was erst ein Jahr alt ist. Und die Bäume, die sich anscheinend nicht lohnen, die zu dünn sind, die nehmen sie nicht. Und die kaputt sind und abgestorben sind, die nehmen sie auch nicht. Sie nehmen nur das teuerste Holz. Ihr könnt es schauen, wo ihr wollt. Und überall, wo das gemacht wurde, wachsen Neophyten heran. Also dieses invasive, ja, Unkraut, kann man sagen, was wirklich invasiv ist. Das wächst dort, wo alles bereits der Kettensäge oder dem Harvester zum Opfer gefallen ist. Ich könnte so kotzen. Schaut, es ist egal, wo man hinschaut. Es ist alles zerstört. Die gesamte Wälder sind zerstört. Und dann überall diese Krater in den Wanderwegen und Waldwegen. Da gibt es dann die Mückenplage. Das haben wir hier alle paar Meter. Solche Riesensenken, wo sich dann das Wasser sammelt. Pfützen oder was auch immer. Da, überall. Du kannst schauen, wo du willst. Schau mal. Und selbst wenn ich jetzt, da kommt man nicht hin mit der Kamera, das ist zu weit weg. Seht ihr mal, wie weit da hinten. Das ist alles zerstört. Und wir haben hier Moor. Ja, normal müsste das verschattet bleiben. Dringend verschattet. Wenn da die knallheiße Sonne drauf geht, dann wird das trocknet das mehr und mehr aus. Und hier ist immer Hochwasser. Hier haben wir immer Hochwasser gehabt. Wartet mal ab, wenn das jetzt hier nicht weiter. Und das ist egal, wo man schaut, jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr räumen sie mehr aus. Und jetzt ist dieser Wald ganz zerstört. Es ist nichts mehr da. Nur noch so Einjähriges oder das, was sich für die nicht lohnt. Ich kann jetzt hier mit dem Fahrrad, ich bin ja mit dem Fahrrad unterwegs, zu euch wandern und euch zeigen, was ich damit meine, jedes Mal, wenn ich das poste, was hier passiert. Das ist nicht übertrieben oder so. Schaut, ich meine, es ist doch logisch, dass das nicht mehr normal ist, was hier betrieben wird. Hier die ganzen Wälder und das, was tot und abgestorben oder krank ist, das wird nicht rausgeräumt. Nur das, was wirklich, wirklich zu Geld gemacht werden kann, bis auf natürlich ein paar Kleinigkeiten. Wir hatten auch ein paar umgeknickte Äste und es gab auch mal vereinzelt einen umgeknickten Baum. Aber genau das nehmen sie zum Anlass nach dem letzten starken, ja, relativ starken Sturm, wo es ein paar Bäume umgeknickt hat. Da haben sie jetzt angefangen, alles zu zerstören. Alle paar Meter liegen hier die Baumstämme. Ich kann hingehen, wo ich will. Hier, da hinten, dann lieblos in die Gewässer hinein. Wir haben ja hier Sumpfgebiet. Es ist alles Sumpfgebiet. Aber wenn, gucken Sie, ach, guckt mal da hinten. Es schade, dass ich das nicht drauf bekomme. Das ist alles viel näher, als sich das hier auf dem Video hier abzeichnet. Hinten sieht man eine Quelle sprudeln. Hier ist eigentlich das Moor und das wird entwässert. Warum werden eigentlich bei uns in Deutschland, ich habe 16 Stellen jetzt entdeckt, wo die Moore entwässert werden. Warum werden die Moore immer mehr denaturiert? Warum wird die Natur immer mehr denaturiert? Hier auch. Alles weg. Du kannst schauen, wo du willst. Ich meine, das machen sie ja jedes Jahr. Und es schaut hässlich aus, weil sie lassen das dann auch teilweise so liegen. Egal, wo du hinschaust, rückwirkend kann ich nur sagen, seitdem ich in Bad Reichenhall wohne, erlebe ich eigentlich nur Raubbau.